Was geht ab, Leute? Heute bin ich ein bisschen mit meinem Mage unterwegs auf Server Kebing und gucke mir ein bisschen die Gilden an, gebe euch ein bisschen Tipp, welche Gilde ist nice und so weiter und so fort. Mage oder Mage, wie eine Fiesta-Online-Freundin von mir sagen würde. Mage, Mage, man kennt es. So, und lustigerweise kennen ja meinen Mage kaum Leute, deswegen wird hier keiner groß Anstand machen, wenn ich hier ein Video aufnehme. So, wen haben wir denn jetzt hier? Homeoffice, Pentakill, Nocturnal, also ein bisschen vermischt, aber Homeoffice ist heute auf jeden Fall stärker unterwegs. Call me Baddie. Okay, Baddie. Ey, die Animation von der Plus 12 Klinge sieht ja wild aus, Digga, das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist ja wild. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, hier, die Gilde ist richtig nice. All for One, wenn ihr eine nette AK-Gilde sucht, All for One kann ich groß empfehlen. Die sind nice, die sind nice. Wir haben wir hier? Pentakill heute weniger da. Hier steht doch sonst immer ein anderer Mr. F. Fujin. Huh, interesting. Naja. Pentakill heute nicht ganz so stark. Aber ich bin ja auch hier auf meinem basically undercover Mage unterwegs. Das, ach, die hatten wir doch letztens ja auch schon. Nonsense. Da fehlt Masupilami. So, hier am Lager auch mal chillen, auch mal was herstellen. 500 Gramm Hack, lecker Schmecker. Ist es so ein Eichhorn-Level-Char? Könnte sein, ja, könnte sein. Wild. Wild. Dann haben wir hier Nightflyer und. Ach, die hatte ich eben in. Fino ging was. Lizarda? Sieht ein bisschen Imba aus, ohne Gilde. Wild. Ach so, das ist, by the way, glaube ich, so ein 7-Tage-Elch oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den nochmal. Ha, die Ohren sind ja witzig. Können wir vorstellen, dass sie den nochmal permanent rausbringen. Oder halt als handelbares Reittier. So, wen haben wir denn hier noch so Schönes? Feuerschleier. Grüße gehen raus. So, Anonymous. Standen auch schon mal mehr Leute da. Classic Quapsel. Quapsel, die Ikone. Hä, ist das nicht die Legende aus diesem neuen Fiesta Online PvP-Video? Ich glaub's nicht. Es ist wirklich Alaska. Oh, ich habe letztens so ein cooles PvP-Video von der gesehen. Ey, das ist ja, das ist direkt der Screenshot. Nice. Ah, strong. So, dann hatte sich hier noch mein alter Homie Just Kender beschwert, dass ich nicht nach Ruhm gegangen bin. Es ist halt Port Bug Hochseason zurzeit. Aber vielleicht haben wir Glück. Und Heilerin Bienchen portet uns. Und ja, hat geklappt. Wen haben wir hier noch so? Was ist denn das für ein Futuristic Whip, Alter? Das ist ja Futuristic Whip hier von meinen Karren inspiriert, oder was? Das ist ja... Das ist ja mega Future, Alter. Kommt sie aus dem Jahr 3070, oder was? Wahnsinn. Strong, strong. Wir haben hier noch Sky Cheetah Bandity. Fail. Quit. Ist das Slowby? Slowby hat es aus. Grüße gehen raus. Auf dem Weg nach Elde, Slowby? Oder wie sieht's aus? Ach, du wirst nicht geportet? Ja, kenne ich das. Hau rein, Slowby. Dann haben wir Kräuterlinchen. Okay. Ike the Genius. Den hatte ich, glaube ich, auch eben, den Fino. Der hat mich öfter in Gruppe eingeladen. Danke. Kusunoki. die Gilde hatte ich noch gar nicht vorgestellt. Ist das hier von Just Kender die Gilde? Oder warum wollte der, dass ich nach Ruhm komme? Shaylog. Was ist das? Achso, ja, dieses Elefantenreittier feiere ich gar nicht so sehr, actually. Wen haben wir hier? Lichtblicke? Ach, die sind auch meistens in Eldarin, oder? So wild. Ja, dann hoffe ich, dass ich hier noch kurz nach Eldarin komme. Und dann reicht es auch für Videos für heute, wie ihr schon hören könnt. Wollen wir uns doch mal den Speedbuff hier holen. Wo ist denn Tanzen 3? Tanzen 3 ist immer ein bisschen versteckt, finde ich. Akademiker, geiler Heiler. Geiler Heiler, das ist mal ein cooler Name. Den hatte ich eben beim Leveln gesehen, muss ich euch kurz erzählen. Ich war eben hier in... wie heißt denn das?
Irgend so ein Verlies, Ebene 2 war ich eben. Und da habe ich so diesen Kleriker namens Geiler Heiler alleine leveln sehen. Und dann bin ich schnellstmöglich wieder umgedreht, um den alleine weiterleveln zu lassen. Lol. Okay, hier. Das sieht ein bisschen sus aus, ehrlich gesagt. Das sieht ein bisschen sus aus, naja. Saika. Eine Kreuzritterlegende ist geboren. Evia, ach cool, das ist ja sogar Ashakra. Die umbenannten Char. Ja, strong, strong. Hat auf jeden Fall einen interessanten Look, muss ich sagen. So. Wen haben wir denn hier noch so? Server Down. Server Down. Ey, was hat denn der für eine wilde Frisur? Das wäre eigentlich auch ein witziger Screenshot. Ja, doch, weil dann denken sich nämlich alle, hä, der sieht ja so neu aus, der Charm. Muss dann mal entscheiden, welcher besser. Das mit dem Futuristic Whip. Oder der ist auch nicht schlecht. Der hat einen coolen Char. Die Frisur kenne ich vor allem gar nicht. Ich wusste nicht, dass es so einen Farbverlauf gibt bei der Frisurauswahl. Was hat sie für eine Frisur? Das sieht auch irgendwie neu aus. Hä? Haben die neue Farben gemacht bei den Haarfrisuren? Das sieht irgendwie neu aus, der Farbton. Muss ich mal gucken, wen haben wir hier? Das ist Classic. Lol, was läuft denn hier bei Agoni? Wilde Party am Start? Ist das ein neues Pinguin-Ritual oder was ist hier los? Karl Grimes. Realize. Da gibt es irgend so einen Spruch mit dem Realize, Realize, Realize oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Straw Fairy. Wild. Ja, also ich finde es immer noch krass, wie viele Leute noch auf Keebing spielen. Es sind relativ viele. Oh, Yakumos. Yakumos, da war ich mal so beim Questen im Seelentempel, glaube ich. Da hatte mich einer dann in die Gruppe geladen, wo ich sage, war nett. Danke, Mage, der da gefarmt hat. Dank dir konnte ich meine eine Quest also einfach machen. Wo man da irgendwelche komischen Elite-Viecher umhauen musste. Also musste ich nicht, weil hat dieser Fool Amut ab Yakumos Member für mich alles erledigt. Aber er hat mich immerhin in die Gruppe gelassen. Das fand ich sehr nett. So, Lichtblicke. White Wolf. Das ist eigentlich auch ein lustiger Screenshot wegen der Nase. Ja, stimmt, das ist actually mega witzig. Das ist auch actually witzig. Ah, nee, ich will halt, dass man das Schwert noch ein bisschen besser sieht. Ja. Ja, ich müsste hier meinen. Ja, so maybe. Das wäre eigentlich auch ein witziger Screenshot. Das sieht irgendwie witzig aus. Wegen der Nase. Na gut, so viel dazu. Hier sind, glaube ich, eh. Lumine-chan. Lumine-chan, dir widme ich gerne den Abschluss dieses Videos. Wir haben hier Nocturne. MX Joe. Was ist das, die Legende Schimmelpilz? Oh, ich glaub's nicht. Schimmelpilz. Grüße gehen raus. Ja, Leute. Wilde Episode, wildes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich dieses Video nenne. Muss ich da nochmal gucken? Muss ich mir noch überlegen? Werdet ihr dann ja sehen, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.